5 Stunden lang. Hallo, Time Management. Zeit ist Geld. Komm ja schon. Bin gleich bei der Brücke. Hier steht Summer. Wollen wir den mal kurz abknallen? Na warte, ich komme. Ich bin in 250 Metern bin ich da. Guten Tag. Oh, hier ist ein Helikopter. Wo ist denn da einer? Ich sehe gar keinen. Ach da, das ist... kein Ara. Also wenn du ihn abknallen willst, weil der uns sonst den Preis versaut. Na ja, guck mal, ob ich hier Maske auf habe. Ja, habe ich. Kannst ihn ja zumindest mal fragen, ob er alleine ist. Grüß Gott. Hallo. Ja, machen Sie auch Hopfen? Ja. Kann man hier noch was anderes machen auf dem Hopfenfeld? Okay, da habe ich mal eine Frage. Sind Sie allein oder haben Sie doch Kollegen, die Ihnen helfen? Nö, ich bin völlig alleine unterwegs. Okay, zweite Frage. Haben Sie eine Waffe einstecken? Bitte seien Sie ehrlich. Nein. Gar nicht. Lüge. Ich kann mir gerade mal so den Rucksack hier leisten und diesen super geilen orangen LKW. Den sie nicht abgeschlossen haben. Ja, genau. So. Tun's mir einen Gefallen, ne? Ja. Zeig's mal ihr Haushaltsbuch, ja? Haushaltsbuch? Okay, Roleplay beiseite. Du guckst mich an, Mausrad scrollen, bis da Interaktionsmenü steht und dann wählst du es aus und zeigst es mir. Okay. Ich möchte nicht dein Personalausweis sehen, ich möchte dein Haushaltsbuch sehen. Das ganze Welches Ding. Level ist denn da? Achso, okay. Okay, Alter, der hat gar nichts. Steht da mal schön drinnen. Okay, Herr Nate Gore oder Gore. Gore spricht man es aus, ja? Ja. Gore, ja, genau. Dann glaube ich Ihnen das mal mit kann der Waffe. Vielleicht mal, er kann ja vielleicht mal seine Night Vision auf den Boden legen. Ich habe nämlich. Was kann das? Ja, sammeln Sie mal weiter. Sind Sie das erste Mal jetzt hier auf dem Hopfenfeld oder schon das zweite Mal? Also für die Tour? Nö, das ist das erste Mal gerade. Okay, alles klar. Ich wollte mal gucken, wie sich die fährt, aber irgendwie. Naja. Alter, der hat 230.000 auf dem Konto, null Bargeld, gar nichts. Der hat wirklich nur das, was er anhat und diesen Billig-LKW. Dann soll der bitte mal die Hände hochnehmen. Sag ihm dann mal. Sag ihm, wir gucken nur in den Rucksack kurz, um zu checken, ob der eine Waffe hat. Ich gucke in den Rucksack, du aimst. Würden Sie mir noch einen Gefallen tun? Ja. Spannen Sie mal Ihren Shift-T-Muskel an. Mein Kollege schaut ihn jetzt in den Rucksack und dann passiert nichts weiter, okay? Keine Angst. Sieht da eine wundervolle Vermin mit zwei Magazinen und Red Dot. Das ist ja alles ganz schön kriminell, was Sie hier machen. Kriminell finde ich nicht. So, das ist jetzt ein Überfall. Sollten Sie sich irgendwie wehren, sind Sie tot. Oha. Denn ich habe Ihnen soeben alle Kommunikationsmöglichkeiten genommen. Wir haben Sie gefragt, ob Sie eine Waffe haben und Sie haben gelogen. Ich frage Sie wiederholt nach Ihrer Gruppenstärke. Wie viele Personen sind Sie auf der Insel und in der Umgebung? Wer einmal lügt, ne? Nochmal. Sie meinen, Sie haben keine Waffe. Gucken Sie mal. Die Waffe hier. An Ihrem Rucksack. Was sagen Sie dazu? Das hat. Was sagt er? Also, was nun?
Zunge verschluckt, oder? Na, was soll ich jetzt sagen? Ich stehe hier fesselt auf dem scheiß Hopfenfeld, Mann. Ja, warum? Wir hätten ihnen nichts getan, hätten sie echt keine Waffe gehabt. Warum lügen sie? Ja, weil das Selbstschutz ist, ganz normal. Lügen ist Selbstschutz. Ich habe ihnen eine ganz normale Frage gestellt und habe hab sie gebeten, Kennen ehrlich sie zu sein, und sie lügen mich an. Was soll das? Wenn ich ihnen das erzählt hätte, dann weiß ich nicht. Weil ich wahrscheinlich Insel erschossen würde nachher und Dinge. Also nein, natürlich nicht. Eine Frage, eine Antwort. Ich habe sie gebeten, ehrlich zu sein. Sie haben mich angelogen. Was soll ich Ihrer Meinung nach jetzt mit Ihnen machen? Ja, keine Ahnung, ist mir egal. Ist Ihnen egal? Ja. Na komm mal, der hat keine Kohle, Mann. Der hat auch keinen Bock mehr, das hörst du schon. Ist mir egal, ist richtig scheiß RP, weil eigentlich sagst du dann, ja, nehmen Sie mein Laster, aber lassen Sie mir mein Leben, aber das ist scheiß RP. Okay. So, wir machen Folgendes. Ich bin für Abknallen. Meinst du? Allein für das scheiß RP. Ja, dann wird er wiederbelebt in 10 Minuten oder so höchstens. Kann hier weiterfahren. Aber erst, wenn wir voll gesammelt haben, will ich ihn abknallen. Deine Entscheidung. Du musst aber vorher noch was sagen, so ich knall dich jetzt ab, weil bla bla bla. Wenn du ihn abknallen willst. Ja, erstmal musst du ihn wieder freimachen. Ja, wieso? Du kannst noch gefesselt abknallen. Okay, wir werden jetzt erstmal hier unseren LKW voll machen und dann überlegen wir, was weiterhin mit ihm geschieht, ja? Oh, viel Spaß. Der ist richtig angepisst, Alter. Entschuldigung, darf ich fragen, woher Sie diese Waffe erworben haben? Und die hat man Ihnen einfach hingelegt, also in den Rucksack, oder haben Sie das gekauft? Oder? Und von einer Person oder im Geschäft? Okay. Kennen Sie den Namen der Person? Okay, darf ich fragen, was Sie gelöhnt haben dafür? 50.000. Für den Rucksack? Und für die Waffe? Gar nichts, die war da irgendwie drin. Okay, ich wäre dafür, dass wir ihm anbieten, dass er seine Tour nach uns sammeln darf, uns hinterherfahren kann und so, dann seine Waffe wiederkriegt und alles. Ja, okay. So, okay, nach reifer Überlegung, also out of RP, dein RP war richtig kacke, wenn man dir sagt, ja, was sollen wir jetzt mit dir machen, dann solltest du erstmal versuchen, dein Leben irgendwie zu retten. Und ist mir eigentlich egal, ist eigentlich eine richtige Kackantwort. Egal. So, ich habe ein bisschen Mitleid mit dir, also wir haben ein bisschen Mitleid mit dir, weil du recht wenig Geld hast und bla. Wir würden dir die Möglichkeit geben, also ich würde dich freilassen. Du kannst dann deinen Zamak hier voll machen, fährst mit uns zusammen den Berg hoch zur Verarbeitung. Wir verarbeiten, fahren nochmal zum Feld, sammeln nochmal, verarbeiten nochmal, nennt sich Doppeltour, bringt mehr Geld und fahren dann getrennter Wege zum Verkäufer. Was hältst du davon? Klingt ganz gut auf jeden Fall. Und, ja, sie haben immer, ja, aber sie haben dann immer noch dann keine Kommunikationsmöglichkeiten, also Bullen rufen ist nicht. Und ganz ehrlich, nochmal Roleplay beiseite, mit ist mir egal, was mit dir macht, ist echt scheiße, ja? Dann einfach ein bisschen mitspielen. Ich bin echt...
Wenn wir jetzt Und wirklich schon leicht hardcore, müde und. ja, aber trotzdem, wenn wir jetzt echt böse drauf wären oder so, ja, oder hier Arschlöcher wie zum Beispiel, keine Ahnung, diverse Gruppierungen, die hier so auf dem Server kursieren, ja, dann wärst du für diese Aussage standrechtlich erschossen worden. Ganz ehrlich. Du wirst zwar wiederbelebt, aber dein LKW wäre weg, dann musst du ihn rauslösen, das ist alles nur Kosten für dich und du hast einfach nur Probleme. Einfach ein bisschen mitspielen, ein cooles RP machen. Und dann ist alles tutti. Ja? Weil die meisten, die mit dir RP machen, dich vielleicht fesseln und sagen, hey, Überfall hin und her, die wollen ja gar nichts Böses, die wollen einfach nur ein gutes RP haben, okay? Roleplay. Okay. Ja? Also. Oh, ich bin eine Bombe, Roleplay ja. wieder on. Also nehmen Sie unser Angebot an, ja? Ja. Alles klar. Ich bin voll. Der ist richtig salty, Alter. Ich noch nicht, Alter. Ich habe gerade mal die erste Dingens für einen LKW, weil ich die ganze Zeit mit dem gelabert habe. Warte, ich gebe dir gleich meinen Schlüssel. Musst du mal eben die Maske abmachen, sodass er dich nicht sieht. Mach du deine auch mal kurz ab, dann gebe ich dir noch meinen Schlüssel. Yep. Sekunde, so. So. Ja, alles klar. Wenn Sie fertig gepflückt haben, warten Sie bitte im LKW. Wenn wir losfahren, fahren Sie es einfach hinterher, okay? Alles klar. Also ganz ehrlich, ab jetzt immer, wenn die sagen, die haben keine Waffe, dann sage ich, ich stelle ihre Aussage in Zweifel. Sie nehmen jetzt die Hände hinter den Kopf oder jetzt sind sie sind tot, keine Diskussion. Und wenn ihr das dann nicht instant machst, dann gibst du ihm einfach den saubersten Kopfschuss ever. Nach der Tour fährst du dann einfach bei den Bullen vorbei und sagst, ich wollte einer überfallen. Ja, genau. Immer noch nicht voll. So, Laster ist voll. Einmal Rucksack noch. Okay, ich spreche nochmal mit ihm. So, Kollege, wir sind auch soweit. Wir fahren jetzt hier ein Stückchen geradeaus. Dann fahren wir ganz normal Straße. Versucht dran zu bleiben, ja? Also, auf geht's. Also ich bin halt eher einer, der dann im Zweifel sagt, knall ihn ab. Und ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, schneller schießen ist besser. Weil wenn du einmal zu langsam schießt, dann ist halt gleich eine teure Waffe weg. Ja, klar. Wow, die Strecke ist echt nichts für den LKW. Nicht ohne Nicht ohne Tuning. Also da Tuning, kann ich also nur da kann ich empfehlen, nur wenn dann empfehlen, mit wenn dann Tuning, mit Tuning, Carbon, da Carbon, kommt der da schnell kommt der hoch. schnell hoch. Jo. Wie schnell bist du die Steigung gefahren? Ja. Lass mich raten, 14 Jo. km/h. Ungefähr, wenn du Schneller jetzt, ging's wenn du jetzt den nicht. richtigen LKW hast und nimmst für 500.000, so kostet es ja bei Pimp My Ride, holst du dir den Carbon-Karosserie, dann wirst du leichter und fährst die ganze Strecke mit 30 bis 40 hoch. Ja? Auch Ste Entschuldigung, auch Wow. Steigung. Ist schon ein krasser Unterschied. Aber lohnt es sich schon für den LKW hier? Ich meine, da Für musst du dann einen dazu Zamak fahren, wird sich wenn der nicht LKW. lohnen, wenn du den ersten Tempest hast, würde es sich auf jeden Fall lohnen. Das ist der Das hier. ist der hier. Der kostet Der kostet 1,2 1,2 Millionen. Millionen. Oh, kein Problem, ne? So, ich bin fertig. Soll ich schon losfahren? Ich brauche eh länger. Jo, bergab Jo, dann bergab einfach dann den Weg einfach und den dann Weg. fällt runter. Jo. Jo. Oh, Aber dann zum wäre das Hopfenfeld, unterwegs ne? irgendwo. Na ja, klar.
Aber aufpassen, nicht, dass ich da irgendwo mit einer Bewegung wie ich stehe und ihr mir rinfahrt oder wenn ich Ja, umgehe. und sei dir gesagt, wärst du wie hieß hier, wo Django nochmal ist, wie heißt das? Rest in peace. Ja, wärst du an Rest in Peace oder an die Söldner geraten, dann wärst du jetzt bereits tot, dein LKW verkauft und du hättest gar nichts von dieser Tour. Ganz ehrlich. Okay. Ja, wir sind auch Ja, die wir sind Lieben, auch die wir wurden Lieben, hier wir heute wurden hier auch heute auch weggeschossen weggeschossen und LKW ist weg und LKWs weg und alles. alles. Also das reicht Stell noch dir vor, halbwegs. wir haben hier wirklich eine Kolonne gehabt mit 8 LKWs und Rest in Peace hat hier alle überfallen. Ich bin der Einzige, der weggekommen ist mit meinem Partner, konnte mein LKW reparieren, konnte verkaufen, bin wieder Richtung Georgetown gefahren, ganz unten im Süden, ja, und bin dann von den Söldnern überfallen worden und die haben mir 1 Million abgeknüpft. Nur damit ich den LKW behalten darf. Wow. Ja, das ist wow. Ich Na, bin na. mega pisst gewesen, aber es war okay, ja. Wir halten Wir auf und halten ab auf und hier. ab hier. Oha. Also, mit Rest Ja, in ich weiß, Peace ich bin und echt froh, dass das jetzt Söldnern gut ist nicht ist. zu spaßen, ne? Also bei den Also bei falschen den Gangs falschen da würde ich Gangs, da dann, würde ich also wenn du dann, unten also wenn schon du einen unten von schon Rest einen in von Peace Rest oder in den Peace oder Söldnern den siehst, Söldnern siehst, der in einer der in einer kleinen kleinen Kiste hier Kiste ist, dann hier kannst du ist, gleich kannst du wieder gleich wegfahren, wieder weil dann wegfahren, weißt weil du, dann die weißt ziehen du, die dich ab. ziehen dich ab. Ja. Das hätten wir auch Das hätten tun wir auch sollen. tun sollen. Jo, also Weil könnt ihr, also könnt der oder haben wir spottet, offen. der spottet nur, fährt mit euch mit, tut so, als ob er hier erntet, sagt seinen Kumpels Bescheid, die hier schon überall lauern und warten, ja, und schießen dich einfach weg, wenn du nicht rechtzeitig die Arme oben hast. Ganz einfach. Alles klar, dann lass Ja, es die gibt fahren. es ja, Leute. Jo. Abgeknallt, weißt du? Es ist zwar arschasozial, ja, und hätten wir den da jetzt auch abgeknallt, ja? Du weißt nicht, ob der jetzt hier noch fünf Kollegen hat, die dann gleich schon beim Händler stehen, ja? Naja, weißt du nicht. Also bei dem jetzt, ne, glaube Aber ich die nicht, Tour dass war auf das jeden der Fall Fall ist, aber. entspannter. Was meint er? Bitte was? Nochmal. Die Tour war auf jeden Fall entspannter gerade. Ja, der So Weg gut zurück ist. 115 bergunter. Ja, der Weg zurück ist einfacher. Hast du sonst Kollegen hier auf dem Server, mit denen du zockst, oder spielst du generell alleine? Jetzt sei bitte ehrlich. Nö, ich spiele alleine gerade. Gerade und sonst Hab noch generell? Leute, aber ich hab Leute, aber wie gesagt, wir sind noch nicht auf der richtigen Insel angekommen irgendwie. So, wir hatten halt schon eine andere Insel, aber die ist leider sehr, ja, sehr rar besucht, sag ich mal. Wart ihr auf Altes oder? Ja, die waren auf Vorher dem anderen ja Server. schon knapp 2,5 Jahre auf Altes gespielt. Und ja, jetzt wollen wir halt Matanoa nehmen, ne? Und deine Leute, RP Off, haben das DLC noch nicht oder wollen noch nicht so richtig auf Tanua? Doch, doch, die haben das schon, aber wie gesagt, wir haben noch nicht die richtige Insel gefunden, so richtig. Und ich guck mal, wie das hier so ist. Aber es hat sich fällt mit ganz gut. Das war ein bisschen schade um das ganze Geld, ne? Hat auf deine. Ja, so ist es. Ja, wie gesagt, hier Team Elan hat auch ein altes Server, ne? Und das ist Hive. Alles, was du hier hast, hast du auf dem Server dort auch, ne? Okay. Das stimmt. Wenn du voll Ich bist, glaube, der fahren wir wieder Kollege ist hoch. fertig. Achso, ich bin auch fertig, genau. Okay, dann lass uns fahren. Na dann. Oh, da war ein Haus im Weg.
Kommt vor. So, ich habe, wenn ich alles in LKW packen würde. Wo ist eigentlich der untere Getränkeladen? 180, der ist unterm Atomkraftwerk. Unterm Atomdingens da. Diamantenmine, Atomlager, was da auch immer ist. 180 Bier habe ich insgesamt. Ich habe 170. So, wir werden uns jetzt wahrscheinlich trennen, weil ich bin ein misstrauischer Mensch und möchte, es gibt zwei verschiedene Getränkehändler. Es gibt einen im Norden von hier und einen im Süden. Ich würde dir den im Süden empfehlen, weil du nördlich öfter überfallen wirst. Aber zu der Zeit jetzt ist das egal, deswegen fahren wir dann zum nördlichen und du kannst zum südlichen fahren. Weg, na hier einfach links dann da hinten. Und ja. Fahr am besten niemals mit Leuten mit zum Verkauf und ziehen die dich noch ab. Oh, alles klar, na dann. Schau auf die Karte, Eisenschmiede, Atomkraftwerk, Getränkehandel. Mittig der Karte, einfach nach unten schauen. Ach da, okay, alles klar, super. Geben wir ihm die Waffe wieder? Nein. Gibt man sich. Hoffentlich, irgendwie. Also, alles klar, gutes Gelingen und lass dich nicht abziehen, ja? Ja, alles klar. Haust da rein, okay. Ciao. Tschö. Der hat nur durch uns eine Doppeltour gemacht und macht damit mehr Geld, als die Waffe wert ist. Des Weiteren sage ich zu einer Birne, aber fühle mich nah. Hast du zwei Waffen oder nur eine? Ich habe nur eine. Ich habe halt zwei, eine für Range und eine für, wenn ich fahre eigentlich, aber die für, wenn ich fahre, ist halt weg. Gerade eben, ne? Ich habe auf meiner Birne ein MRCO drauf. Das würde ich nicht nehmen. Also ich meine, du hast mehr Armor-Erfahrung. Ich weiß nicht, ob das so geil ist, aber ich finde, das Visier ist so ein richtig scheiße. Das ist wie so, sieht aus wie so ein Visier mit Zoom, aber hat irgendwie keinen Zoom, weißt du? Ja, ist wie ein zweieinhalbfach. Also, boah. Also nimm doch einfach ein RCO. Ja. Nächstes Mal. Da ist ein Red Dot und für eine Wärme würde ich sowieso nur... Ja, wobei, RCO, MRCO, sowas würde ich da nehmen.